Und willkommen zurück im Wolkengipfel, wo wir Besin und den Niskaru dort aufhalten wollen. Und es weht hier die ganze Zeit. Das merke ich vor allem am Controller, weil der vibriert ab und zu ja dann doch immer recht stark, wenn das Beben gerade so richtig zusteht. Und ja, es geht ja weiter gegen die paar Lang, die uns aufhalten wollen, das natürlich aber nicht schaffen. Und da ist noch ein Kistchen, ja. Das ist wie schön, dass ich auch wieder jetzt mal sogar drei Begleiter habe, die alle nichts tun. Na gut. Ist ja auch nicht so, als wenn wir großartige Hilfe brauchen bisher. So, wenn ich es richtig sehe, genau, hier müssen wir wahrscheinlich einmal außen rumlaufen. Da ist dann die Spitze, wenn wir damit fertig sind, können wir dann den kurzen Weg runternehmen. Das ist doch schön. Echt, hier im Raum ist sonst nichts. Hätte eigentlich erwartet, dass irgendwelche Gegner spawnen. Das ist sonst so, finde ich, so ein typischer Moment, wo das passiert. Hier ist noch ein Kistchen. Oder ein Schatz. Ja, aber wir haben es ja eilig. Können wir von hier runter gucken? Ja, einmal in die Brachlande rein. Das ist auch nicht so beeindruckend. Der Ausblick. Und was haben wir hier? Ein Niskaru und Phalange. Wunderbar. Irrnis. Na, ich weiß, mein Schicksal ist natürlich schon lange wieder voll. Werd's allerdings momentan das Ding noch nicht nutzen, weil ich vermute, ja, dass wir da oben gleich noch einen Kampf, einen wirklich größeren Kampf gegen einen Niskaru-Lord haben werden. Und da ist es dann ja doch mal ganz nett, das dann benutzen zu können. Ja, bei den Göttern. Ach Mist, das haben wir jetzt nicht dem Plunder zugefügt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Machen wir jetzt natürlich, weil so fein klingen brauchen wir nicht. Das ist aber echt, ehrlich gesagt, das ist eine den mystischen Hammer, den behalte ich auf jeden Fall erstmal. Wie gesagt, ich benutze eigentlich immer nur recht schnelle Waffen, weil ja, die langsamen Waffen, das ist ja wirklich was, was ich recht früh festgestellt habe. Die lohnen sich einfach nicht. Wie haltet sie auf? Wir gehen weiter. Ich glaube nicht. Naja, vielleicht gehen wir doch weiter. Gerade nicht weiter. Ich glaube, wir müssen sie hätten. Ja. Wer auch immer weitergehen sollte, wir können es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt weiter. Eben hier. Zack. Und jetzt? Dann muss ich dafür den Hammer benutzen, echt? Den mystischen Hammer. Zack! Ja. Echt, das war's. Einfach den Hammer benutzen. Ja, mal gucken. Hier auf dem Ding müssen wir wahrscheinlich dann noch mehr davon kaputt machen. Deswegen behalte ich da mal jetzt erstmal. Wir haben ja sonst immer noch die Schatten als schnelle Waffe. Man sieht ja auch sonst so, der Hammer, der haut auch wirklich gut zu. So.
Ja, also mit dem Hammer hat man so ein Niskaro dann doch recht schnell getötet, wie wir hier sehen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber das Einzige, ich mag ja wirklich eher die langsamen Waffen, weil man mit denen einfach viel schneller zuhauen kann. Und gut, der Hammer, da macht natürlich auch noch 25% Schaden. Da glaube ich extra nochmal so ein Niskaro. Wir könnten natürlich auch noch den Halsschmuck annehmen. Der macht ja glaube ich auch nochmal mehr Schaden gegen das Niskaro. Das wäre eventuell gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wo war denn der? Ja, hier, St. Hedwins Gebetskette. Obwohl, dadurch verzichten wir auf 10% Körperschaden. Wir machen ja eigentlich überwiegend Körperschaden auch. Und vor allem haben wir dadurch einfach unsere höhere Lebensregeneration. Ich glaube, die halten wir dann doch über. Und nochmal bei Niskaro, die netterweise nicht direkt beide zusammen auf mich zustürmen, sondern leicht versetzt. Ja, aber das ist schon das Problem, der langsam macht, wenn man dann einmal so viele Gegner hat, oder mehrere, zwei sind jetzt ja nicht viele, dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger, das vernünftig zu timen und auch wirklich weiter angreifen zu können. Ich glaube, bevor wir dann gleich ganz oben sind, schaffen wir es nicht, den nächsten Level zu haben. Schade, schade. Aber dann sind wir jetzt hier vermutlich noch nicht ganz auf dem Gipfel, weil das sieht irgendwie aus, als müssen wir da noch... Nee, da sieht es aus, als würden sie da was beschwören und ich muss jetzt Anru Besin besiegen. Was habt ihr getan, Narr? Denkt ihr wirklich, ihr könntet diesen Krieg ohne mich gewinnen? Ja, gegen eine derartige Niedertracht können Sterbliche niemals bestehen. Was hättet ihr denn wir getan? Wir führen diesen Krieg nun schon seit mehr als 10 Jahren. Wir könnten noch 100 weitere kämpfen und würden doch nichts erreichen. Ich hätte ihn beenden können. Ich hätte 1000 Jahre des Friedens und der Sicherheit unter meiner Herrschaft versprechen können. Mit Kamazandu an meiner Seite und einer Heerschar von Niskaru unter meinem Kommando. Wer könnte da eine Bedrohung für uns sein? Niemand. Ihr hättet das sicherlich ganz eigennützig gemacht. Total. Aber ihr glaubt echt noch immer, dass der Niskaru-Lord euch mir befolgt. Folgen? Ich hätte ihn befreit. Aber natürlich. Und Farlang war sich sicher, dass es das Netz aus Zaubern getan hätte. Ich konnte ihn spüren. Fühlen, wie sein Feuer durch meine Adern schießt. Wir waren beinahe eine Stimme, ein Verstand. Welchen Unterschied macht es da, wer wem folgt? Aber ihr habt diese Bande durchtrennt. Ihr hätte mir Macht verliehen, die Macht, uns alle zu retten. Und ihr habt mir das genommen. Und dafür werdet ihr bezahlen. Nee, ihr. So. Sterben. Und ich kümmere mich mal erstmal kurz um seine kleinen Kumpel. So, noch da ein Erzmagier und der letzte im Bunde. Ab geht's. Weil ich glaube nämlich, ihr werdet sterben. Und wer hat der Herr Besin? War ja klar, dass er sowas macht. Weil die Jungs ja nie alleine kämpfen können. So, ich glaube, eines Karo lebt darüber gleich noch. Machen wir jetzt einfach mal den hier. Kind, es scheint, als würde ich meine Glieder nicht so bald retten. Es ist ein Jammer, dass der Zauberer sich als so schwaches Instrument meines Willens erwiesen hat. Hätte ich doch nur ein besseres, stärkeres.
Nee. Eure Ehre strahlt hell, Kind. Doch in weniger als einem Blicke meines Auges wird eure Kerze flackern und erlöschen. Ein dünner Fadenrauch, dann nichts. Doch ich werde noch immer hier sein. Ich werde lachen, wenn ihr sterbt. Und wenn ich befreit bin, werde ich lachen, bis die Meere kochen und die Berge beben. Ich werde warten, doch nicht lang. Tja, nee, ich denke, wir... Nee, das mit dem... Das hätte ich nicht gut gefunden. Hätten wir den Descarolord sozusagen hätte zulassen, dass er sich unseres Ermächt, also unserer Gedanken ermächtigt. Das wäre nicht gut. Nee, nee. So, dann reden wir hier doch mit. Ich habe von dort drüben alles mit angesehen. Ihr wart wie einer der Erstgeweihten. Kehrt zur Halle der Erstgeweihten zurück, wenn ihr soweit seid. Und lasst uns nicht warten, ja? Nee, da werde ich sicherlich hingehen. Ja, zur Halle. Kommt einfach dorthin. Dann werdet ihr schon. Die Halle der Erstgeweihten. Kommt nicht zu spät. Ja, wie oft will sie mir das jetzt noch sagen? Ich könnte noch mal mit ihr reden. Vielleicht sagt sie mir dann noch mal, dass ich zur Halle der Erstgeweihten soll. Da bin ich gespannt. Da kriegen wir vermutlich dann auch ein neues Schicksal, was wir nicht nutzen werden. Oh, da hinten sitzt noch ein Skelett. Das werden wir uns natürlich eben auch ein wenig nach draußen noch holen. Wer weiß, was da an Beute drin liegt. Geas Beinpanzer. Nehme ich erstmal mit. Nicht wirklich besser als meine, aber vielleicht, falls man das Set zusammenkriegt, obwohl ja, ich glaube, ich habe in dem Spiel noch nie zwei Setteile von einem Set bekommen. Zumindest nicht, solange ich es getragen habe. Und ja, ist wahrscheinlich werde ich das dann auch nie tragen und dementsprechend kann ich es wahrscheinlich so auch, kann ich es auch eigentlich direkt kaufen. Boah, aber naja, mal gucken. Haben jetzt ja seit der letzten Aufräumaktion vor ein paar Folgen wieder ein bisschen mehr Platz. Dann verlassen wir doch jetzt hier diese Höhle. Einen gewagten Sprung. Da kann er springen, aber eine Treppe daneben bei runterspringen, das klappt nicht. Ja, ja, ja. Ein komischer Herr. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ausgang des Wolkengipfels. Wie gesagt, der Niskaro ist nicht... hat sich nicht unserer ermächtigt und wir sollen jetzt zu den Erstgeweihten zurückkehren zur Halle. Ich bin mir da jetzt echt nicht so sicher, welche sie meinen, weil da gab es ja doch ganz schön viele Festen und so. Wenn ich jetzt gucke, ah, das ist wirklich die da hinten, die wirklich die Halle der Erstgeweihten, okay. Und da gehen wir natürlich per Schnellreise hin, da sind wir interessiert, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich werden wir Anführer der Erstgeweihten. Ja, ja, kein Wunder. Nichts Neues, dann würde das auch wahrscheinlich schon andeuten, was mit dem Hierophanten dann bei den Reisenden noch passieren wird. Aber ja, wir wollen da jetzt ja nicht vorgreifen. Okay, wir müssen hier rein. Schön, die ganzen Gegner sind auch wieder da. Aber gut, wir können jetzt ja hier den kurzen Weg nehmen. Dementsprechend die ganzen Kämpfe umgehen. Oh, das ist ja eine richtige... Ihr habt gewaltige Taten vollbracht. Ihr habt heller gestrahlt als Kerwüns Klinge und den Staub von unserer glorreichen Vergangenheit gewischt. Ihr habt Gegner jenseits aller Vorstellungskraft gefällt und seid dabei den Prinzipien der Kriegsgeweihten treu geblieben. Und somit verleihe ich euch voller Stolz den kostbaren, erhabenen Titel eines Letztgeweihten. Mit einer Hand werden wir weiterhin dem Krieg geweiht und unserem hehren Bekenntnis als Söldner treu bleiben. Doch mit der anderen werden wir wachsam sein und jegliche Bedrohung durch die Niskaru zurückschlagen. Gut. Und
dann kriegen wir ein neues Schicksal durch deinen Sieg über Anru Besin und seine Phalangi auf dem Wolkengipfel. Hast du dir einen Platz in den Reihen der legendären Helden der Kriegsgeweihten erstritten. Plus 1 auf Machtfertigkeiten, 10% Volltrefferchance gegen das Karo und 6% Betäubungsdauer. Auch jetzt nicht unbedingt das, was ich wählen würde, aber naja, vielen Dank, Jungs. Beste Meister, das war's jetzt auch, ne? Ja. Dann die letzte Questreihe, die wir hier noch haben von den Gruppierungen, zumindest die wir momentan hier haben, ist halt von den Reisenden. Da müssen wir dann wieder in die Nähe von Rath hier. Da hatten wir ja vor ein paar Folgen schon die Aufgabe angenommen. Ich zeige es dir nochmal eben einmal ganz kurz. Böse werden. Wir sollen nach Riten gehen und dort ein Amulett stehlen. Und wie gesagt, ich vermute, dass wir auch dort noch mit dem Hierophanten und der Vormachtstellung des Hierophanten irgendwie in Konflikt geraten werden. Bevor es dann aber auch wirklich nach Melsensch hier dann eines Tages gehen wird. Was auch noch kommt, ja. Weil da hinten haben wir ja auch noch. Wir hatten ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebiete. Wer weiß, was da noch so auf uns wartet. Dann hier vorne war dann Eamons Insel. Wir haben dann hier Riten. Wir haben allerdings auch noch Kandria. Da haben wir ja noch die Questreihe, wenn ich das richtig sehe. Die Questreihe. Genau, wir sollen den Ring stehlen. Ja, so ein, zwei Quests haben wir da noch. Ja. Muss ich überlegen, wie es weitergeht. Das ist aber auch dann eine Entscheidung, die ich erst bis zur nächsten Episode treffen muss. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis dann.